die Seniorenresidenz Happy End in Hennstedt-Ulzburg. Wir treffen Johannes Schlüter, geschäftsführender Leiter und selbsternannte gute Seele des Heims. Uns ist es wichtig, unseren Gästen hier ein echtes Zuhause zu geben. So, Frau Lotze, ihr Gebiss. Und das alles zu einem fairen Preis. Ich hab Durst. Bitte. Und da müssen wir natürlich hier und da ein bisschen sparen. Schlüter achtet darauf, dass sein Pflegeheim ordentlich Profit erwirtschaftet. Sein Motto? Rentner müssen sich rentieren. Also wenn wir jetzt total viel Zeit in die Pflege stecken würden, das zahlt uns keine Krankenkasse. Und deswegen müssen die Pfleger, die bei uns arbeiten, richtig fix sein. So, Frau Jensen, dann wollen wir mal. Hier bei Herrn Schafbecker müssen Sie einmal waschen, Windel wechseln, Fingernägel schneiden, anziehen und 3 Minuten Zähne putzen. Dafür haben Sie insgesamt 1 Minute Zeit und los. Und stopp. Naja, so richtig ordentlich sieht das jetzt fantastisch. Aber... Fantastisch! 5 Sekunden, das Rekord. Sie haben den Job. Ja, es gibt aber auch Fälle, da nimmt sich der Pfleger schon ein bisschen mehr Zeit. Hier, hören Sie mal. Ganz gemütlich miteinander schnacken, ne? 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 Aus Zeitgründen werden Essen und Medizin gleichzeitig verteilt. Das bedeutet, es gibt jeden Tag Pharma-Schinken. Aber Fakt ist doch, die Pflegekräfte werden richtig schlecht bezahlt. Und sie müssen sich um zu viele Heimbewohner gleichzeitig kümmern. Ja, vielleicht. Aber dafür haben wir schon eine Lösung. Kommen Sie mal mit. Um die Pfleger zu entlasten, müssen unsere Heimbewohner halt ein bisschen mithelfen. Schicken Sie das Essen auf Rädern los. Super. Vorsicht mit der Treppe. Und unser Herr Takahashi hat sogar einen Busausflug organisiert, ganz ohne Benzingeld. Ja, parken Sie den Bus mal hier. Johannes Schlüter, ein Mann macht gepflegt Profit.